Hi Leute, ich hatte gerade echt Langeweile, weil ich war am Lernen. Und dann dachte ich mir so, komme ich mal live, obwohl ich am Lernen bin. Ja, ich mache alles, um nicht lernen zu müssen. Also irgendwie, ja. Endlich. Oh mein Gott. Ja Leute, habt ihr auch so Langeweile heute? Ich habe heute so Langeweile. Speicher bitte, muss lernen. Ja, wenn er interessant ist, speichere ich ihn. Wenn er uninteressant ist, speichere ich ihn nicht. Wie immer, ne? Was benutzt du für ein Shampoo für deine Haare? Ich benutze Tonerde von L'Oreal. Dieses grüne. Ja, muss gerade auch lernen. Hallo, Scylla. Hi, ich habe gerade noch so gesagt, wäre geil, wenn sie reinkommt. Oha, deine Nägel. Ich muss sie wirklich neu machen, Leute. Das ist so eine Katastrophe. Ich weiß nicht wann. Ich habe keine Zeit dafür. Hattest du mal eine Zahnspange und wenn tut das weh? Ich krieg morgen eine. Ich habe Angst. Es tut nicht weh, es drückt eine Zeit lang, die ersten paar Tage, und da kannst du halt nicht richtig essen. Ich muss erstmal lernen, was für Theorieprüfung. Haare sind fertig. Oh ja, das stimmt, aber wie? Aber ich habe keine Zeit, sie zu waschen. Also eigentlich hätte ich die Zeit, wenn ich zum Beispiel nicht live kommen würde, wenn ich meine Zeit nicht unnötig verschwenden würde. Aber ich verschwende sie unnötig. Sala Abla, habt ihr PN geschrieben, aber habt nicht geschrieben. Ich guck gleich mal. Kannst du bitte deinen Swarovski-Ring zeigen, wenn er in deiner Nähe ist? Wo ist er? Hä? Ah, hier ist er. Ey, der war gerade unter einem Armband, deswegen. Warte ganz kurz. Und wo ist die Hose? Die ist aus meinem Laden. Das ist der da. Ich wasche meine Haare einmal die Woche, also echt selten. Wie gehst du so Schule? Hä, was? Wie lange brauchst du dich, um zu schminken eigentlich? Ich brauch so 1,5 Stunden. Ich weiß, sehr, sehr lange, aber ich lasse mir auch sehr, sehr krass viel Zeit. Hi, Davu. ja, hi. Und wo hast du deine Winterjacke, die du letztens anhattest? Welche hatte ich denn letztens an? Wahrscheinlich die schwarze, ne? Die ist von Superdry. Mach wieder mit David Live einmal die Woche, dann werden die nicht fertig. Die sind gerade fertig. Leute, ich habe eine Bestellung bei Douglas gemacht. Wollt ihr wissen, was ich mir alles geholt habe? Ich war es eigentlich oft noch, also ich will noch was bestellen, aber das Ding ist, dass es wegen Black Friday und sowas alles ausverkauft ist. Und deswegen kann ich nicht bestellen. Was geht ab? Nichts bei dir? Auf jeden Fall wollt ihr wissen, was ich mir bestellt habe. Ich finde, schwarz steht dir total. Warum ist dein Schädel so behaart? Also wenn dich das in deinem Leben so sehr interessiert, würde ich mir Gedanken machen. Auf jeden Fall wollt ihr wissen, was ich mir bestellt habe, Leute. Woher ist dein Ring? Guck mal, sie sagt, kannst du deinen Swarovski-Ring zeigen? Und du fragst mich jetzt, woher dieser Ring ist. Die hat dich gekillt. Voll viele Babyhaare. Ja, ich weiß. Auf jeden Fall, ja, zeig mal. Also ich die Sachen sind noch in Lieferung. Also sie wurden noch nicht mal abgeschickt. Ich habe sie aber schon gestern bestellt. Behaarter Schädel. Wo halt die Fresse da wurde. Auf jeden Fall, ich habe mir den Cream Shader Pinsel von Zoe Eva bestellt. Den Face Curve Pinsel von Zoe Eva. Luxure Chic Pinsel von Zoe Eva. Dann habe ich mir einen neuen Beauty Blender bestellt, weil ich weiß nicht, ob ihr das sieht. Aber dadurch, dass ich da auch Puder drauf mache, geht der hier so, also der geht hier so kaputt. Seht ihr das? Und das hat mich so genervt. Dann habe ich den mir nochmal neu bestellt. Aber ich habe den mir in beige bestellt, weil ich dachte, dann sieht der halt nicht immer so dreckig aus, wisst ihr? Und das nervt mich voll, dass der immer so dreckig aussieht. Und bei pink geht die Farbe ab, Leute. Voll hässlich ohne Make-up. Dann guck sie nicht an, Mädchen. Was ist mit dir? Guck sie nicht an. Kein Mensch bittet drum, dass du dir mal live anguckst. Also, auf jeden Fall, dann habe ich noch den Opal Highlighter von Bäcker geholt, dann ein Puder. Leute, ich schwöre, ich bin krank. Ich bin wirklich krank. Guck mal, ich möchte das Laura Mercier Puder schon so lange haben, ne? Und es war ausverkauft. Dann habe ich mir für 35 Euro, 5 Euro weniger, weil ich nicht warten konnte, ein festes Puder von Urban Decay geholt. Ich hasse feste Puder. Ich benutze sie nicht. Und ich könnte ausrasten. Guck mal, ich habe auch ein Puder von MAC und das benutze ich auch nie. Es
ist bei mir scheiße, weil ich so viel Öl benutze, kann ich es einfach nicht benutzen. Es wird immer fleckig. Und ich weiß nicht, ich wollte mir unbedingt einen Puder holen und anstatt zu warten, habe ich mir eins bestellt. Auf jeden Fall das All-Nighter-Puder wegen von Decay Holman, nicht vom Mädchen, halt die Fresse, du kleine Nuttentochter. Ha, auf jeden Fall weiter. Und ich warte halt, bis das Laura Mercier-Puder wieder erhältlich ist. Ich habe es heute verpasst. Und gerade ist es wieder ausverkauft. Dann habe ich mir noch den Lux Crease Pinsel von Zoeva bestellt. Dann in Reisegröße das Fixing Spray von Urban Decay, dieses All Nighter. Weil ich dachte mir so, für Hochzeiten und sowas, wisst ihr, wie ich meine, so. Ja. Dann habe ich mir noch ein neues Fix Plus bestellt, weil meins ist ja leer. Dann habe ich, oh Leute, diese Lidschattenpalette sieht so schön aus, gibt euch. Das sind genau die Farben, die ich immer benutzen würde. Ich finde das so schön. Oh mein Gott, ich finde die so schön. Ja, habe ich mir direkt mitbestellt. Ich finde die Farben. Weil das Ding ist, ich benutze immer Lidschattenpaletten, also mehrere, und ich benutze immer eine Farbe davon. Weil bei mir in den Lidschattenpaletten ist immer auf einmal ein Gelb dabei, ein Rot, und das nervt mich. Und da sind einfach alle Farben dabei, die ich mag. Da ist keine einzige Farbe, die ich nicht benutzen würde. Und das finde ich so geil an der Palette. Dann. Habe ich mir noch einen Concealer von Urban Decay geholt, diesen All-Nighter Concealer. Ich habe ja auch die Foundation davon, die ist so deckend. Danach dachte ich mir so, okay, die ist auch safe, voll deckend. Und dann habe ich mir noch einen neuen Make-Lippenstift geholt, dieses Yash, weil das habe ich verloren. Und Paula auch, irgendwann, wir haben es am selben Tag verloren, das gibt's auch nicht. Am selben Tag haben wir einfach den Lippenstift verloren. Wir beide hatten Yash dabei, wir beide haben es verloren. Das, boah, das regt mich so auf. Ja, und jetzt will ich mir noch, wenn das Puder erhältlich ist, das Laura's Miss Puder holen und ein Blush von Too Faced, dieser Papa Don't Peach Blush. Auf jeden Fall, ja. Das war's auch wieder, ne? Welche Palette ist das? Was? Welche Palette meinst du jetzt? Du hast mehr Zuschauer als der Zbik hier. Was soll ich jetzt machen? Oh, Junge. So gut, wie weit entstehen kannst du welche in dem Nachmittag? Was kostet die Bestellung zusammen? 270 Euro? Ne, 280 oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall. War aber wegen Cyber Monday 20%. Und das war dann 220 oder so, ich weiß nicht genau. Außerdem nicht wen juckt, sondern wen juckt. Die, guck mal, die sagt, wen juckt, Digga, du bist mein Live. Es kann dich gar nicht jucken. Es interessiert dich, was ich hier erzähle. Es interessiert dich, was ich gerade mache. Sonst wärst du hier nicht drinne. Also kann sie gar nicht sagen, wen interessiert es oder sonst was. Wisst ihr, deswegen 280, oh, rede gar nicht. Ich muss nämlich noch mehr ausgeben. Deswegen rede bitte gar nicht erst. Und Leute, wisst ihr, was ich mir holen will? Ich sag's euch jetzt. Ein EPA-Gerät. Ne? Ihr wisst, ich bin behaart. Ich bin Türkin, ich darf behaart sein. Deswegen bitte hier nichts sagen. Auf jeden Fall, guck mal, soll ich euch das zeigen? Das kostet 600 Euro. Okay, nein, ich habe jetzt keinen Bock, das aufzumachen. Aber auf jeden Fall kostet 600 Euro. Das hat einen Achselaufsatz, einen Intimaufsatz, Gesichtsaufsatz und Körperaufsatz. Und ich finde das so geil. Oh mein Gott, ich will das haben. Ich habe es eben meiner Mutter gezeigt, die so, wir müssen jetzt erstmal deinen Führerschein bezahlen und danach holen wir dir das. Ich denke so, ja, gut, das dauert noch lange, bis ich meinen Führerschein fertig habe. Auf jeden Fall will ich das unbedingt haben. Und ich habe überlegt, das mir mit meinem eigenen Geld zu holen, aber ich bin so geizig. Wo hast du das Geld? Ich habe Quellen. Was kostet 600 Euro so ein EPA-Gerät? Das ist von Philips. Das heißt Lumia irgendwas, P irgendwas. Das finde ich aber echt gut. Also, ja. Wie du deine Eltern ausbeutest. Guck mal, ich bin Einzelkind. Das sind meine Eltern. Was heißt hier ausbeuten? Ich kann nichts dafür, dass ich so behaart bin. Ich kann wirklich nichts dafür. Du bist eine scheiß Kurdin. Und du eine scheißerzogene Göre. Kleine Nutte. Geh lieber lasern, dann hast du lange was. Hä, davon hast du doch auch lange was von IPL. Walla, du bist sehr hübsch. Oh, danke schön. Ausbeut ist okay. Melissa, doch auch Türken beleidigen Türken nicht. Okay, komm, das ist jetzt ein Scheißbeispiel. Also wirklich, es hat wirklich nichts mit der Nationalität zu tun. Aber das ist einfach anstandslos. Du bist Einzelkind. Ja, ich bin Einzelkind. Kommst du jetzt öfters live? Ja, mal gucken, ne? Auf jeden Fall, Leute, ich will das. Oh Mann, ich will dieses Gerät haben. Wollt ihr das auch? Ich will das haben, Leute. Ich mache am besten so einen Spendenaufruf, so.
spendet für behaarte Stiller oder irgendwie. Oh. Ich will das haben. Man denkt, die dealt. Meine Mutter hat mich mal gefragt, ob ich deale. War mir echt unangenehm. Was für ein Gerät? IPL, Lumia von Philips. Aber das Ding ist, ich kann ja nicht meinem Papa sagen, Papa, ich will ein IPL-Gerät. Deswegen habe ich meine Mutter gerufen. Meine Mutter ist so ein Mensch. Mein Papa kauft mir eher Sachen. Wisst ihr, wie ich das meine? Mein Papa ist so, der kann mir eigentlich kaum was abschlagen. So, ich habe 2 Tage wegen meinem Fernseher diskutiert. Nicht mal diskutiert. Ich habe ihn gefragt, ob ich einen Fernseher bekomme. 2 Tage hat er überlegt. Direkt habe ich einen bekommen. Zimmer habe ich 3 Tage oder so gebraucht. Wisst ihr, mein Vater kauft mir das alles direkt. Meine Mutter ist so dieses... Du kannst bei Otto auf Laber. Stimmt, gell? Ich kann es ja theoretisch auf Raten holen. Und erst bezahle ich so und dann wickle ich meine Eltern mit ein. Was für die, keiner nimmt dich ernst. Und trotzdem bist du dir im Livestream und guckst dir meine Fresse an. Guck mal, ich kann dich doch nicht ernst nehmen. Wirklich, dich kann man nicht ernst nehmen. Du bist ein anstandsloses Stück Scheiße, was nicht richtig erzogen wurde. Und wieso ruft mich jemand an, wenn ich live bin? Sind die eigentlich alle dumm im Kopf? Ja, ich wurde auf Snapchat gehackt. Ich habe auf jeden Fall jetzt einen neuen Account. Gibt's wieder Beef? Deine Mutter bestimmt immer... Mal gucken, ja, später, hab grad kein... Ja, meine Mutter immer. Die so, ja, später, wenn du deinen Führerschein fertig hast. So, sorry, ich bin behaart. Ich habe keinen Bock mehr, mich zu rasieren. Ich habe wirklich keinen Bock mehr. Deine fertigen Haare, halt deine Fresse, du kleine Nuttentochter, du nervst langsam. ADHS-Missgeburt, Alter. Wie kann man so ADHS haben, Alter? Wieso bekommt man keine Aufmerksamkeit zu Hause? Ich verstehe es nicht. Vertraut mir, ich könnte gar nicht ADHS bei anderen Menschen haben. Meine Eltern geben mir so viel Aufmerksamkeit, das geht gar nicht mehr. So, ich brauche von nirgendwo anders mehr Aufmerksamkeit. Das wirklich, das funktioniert gar nicht mehr bei mir. Dealst du? Nein. Ich, als ob ich deale. Nein. Nein. Als hätten die noch nie fettige Haare gesehen. Ich schwöre sogar, als ob es nichts Natürliches ist. So. Baby ist wieder live. Ja, ich bin wieder live. Deswegen, wenn ich so mache, er sieht ja so richtig meine fettigen Haare, weil mein Licht genau drauf scheint. Das ist echt nicht gut. Man kommt rein, es lacht sich auf. Bringt dieses IPL-Gerät wirklich was? Also ich habe mir Videos darüber angeguckt und ja, da bringt es anscheinend schon was, aber ich weiß nicht. Wieso hast du so viele Strickjacken? Habe ich viele? Ich habe 4 oder 5 Strickjacken, ich habe gar nicht so viele. Also jetzt die ich gezählt habe. Wie viel hat deine Jacke gekostet? Habe ich abgezogen von jemandem. Sind gar nicht, die sind fertig. Also die sind noch nicht so richtig fertig. Die sind nämlich erst seit 3, 4 Tagen nicht mehr gewaschen. Aber es fängt schon an. War die 9. Klasse für dich schwer oder leicht? 9. Klasse war für mich vorbei. Ja, man musste lernen. Ich lade das auf Amazon im Angebot. Laber nicht, auf wie viel. Aber da musste ich das ja alles komplett direkt bezahlen. Das bedeutet, ich habe kein Geld mehr. Das will ich echt nicht. Bah, wieso wächst du die nicht? Oh, ihr seid so Heulsusen, gell? Das ist unglaublich. Du hast immer neue im Live anstehen dir. Dein Anzug ist ja geil. Dankeschön. Auf jeden Fall, ja. Das Ding ist, ich habe also nicht mehr so viel Geld, also eigenes Geld. Und meine Eltern bezahlen das. Ich will die nicht mehr so nach Geld fragen. Ich werde langsam erwachsener. Wisst ihr, wie ich das meine? Mir ist es unangenehmer, so viel nach Geld zu fragen. Und da ich nicht arbeite und gerade echt viel Stress wegen Schule habe, wird's kritisch. Aber deswegen überlege ich wirklich, ist es bei Otto auch im Angebot? Weil da hole ich es mir dann mit Raten. Ich meine, ich kaufe mir einfach ein IPL-Gerät mit Raten. Fettige Haare sind gesünder, als jeden Tag Haare zu waschen. Ihr nervt Mott, ihr habt keine fettigen Haare und die sind nicht mal fett. Such dir doch einen Nebenjob. Wie gesagt, ich habe sehr viel Stress gerade und meine Eltern sind nicht so für Nebenjobs und sowas. Meine Eltern sagen halt, wir haben einen Laden, du kannst dort ab und zu mal arbeiten. Aber das Ding ist halt, da bekomme ich halt nicht so viel Geld wie... Wobei, ich verlange eher gesagt nicht so viel Geld wie sonst. Irgendwo. Wisst ihr, wie ich das meine? Also ich bekomme pro Stunde, glaube ich, so 10 Euro circa, aber nicht immer. Also ich habe auch schon 6 Stunden gearbeitet, ohne irgendwas zu bekommen. Es kommt halt immer drauf an. Ja, wer 600 einfach... Was? Upsi. Einfach zum Shoppen hat... Hast echt Glück. Was meinst du gerade? Ich habe es gerade nicht verstanden. Ja, ich rasiere auch meine Armhaare. Ich rasiere alles an mir, Leute. Alles. Meinen kompletten Körper. Ich mache nichts anderes außer rasieren. Und ich habe echt keinen Bock mehr drauf, Leute. Erstmal benutzt Selbstbräuner. Das setzt sich immer ekelhaft ab. Das sieht ihr eh nicht. Das sehe ich aber. Und ja.
Es nervt wirklich. Es nervt. Und Leute, ich habe gerade hier einen Pickel. Ich weiß nicht, seht ihr ihn? Der ist genau hier. Es war echt nicht groß. Ich habe nie so riesen Pickel, aber der nervt. Kommen deine Haare nicht stärker nach wegen Rasieren? Nein, das ist ein Mythos, aber also sieht am Anfang halt so aus, weil die erst, also unten ist es halt dicker als oben, ne? Ich bin 17 Jahre alt. Geht ihr schlafen? Ja. Jetzt schon. Wenn du in dem Laden arbeitest, als ob sie dir nicht genug geben. Oh mein Gott. Guck mal, mein Schatz, ich erwarte kein Taschengeld. Ich bekomme kein Taschengeld. Ich bekomme nicht jeden Monat einen bestimmten Betrag. So ist das bei mir nicht. Ich bekomme etwas, wenn ich zum Beispiel was für die Schule brauche oder wenn ich rausgehe und so weiter. Und das Geld zum Rausgehen bekomme ich dann mäßig, wenn ich arbeite. Also nicht immer, ne? Ich habe sehr oft auch keine Zeit wegen Schule oder sonstiges. Ich mache ja nicht viel am Wochenende, das wisst ihr auch. Und ich sage nicht meinen Eltern ab, wenn ich irgendwie einfach rausgehen möchte. Weil das kann ich auch abends machen und arbeiten kann ich dann mittags. Und auf jeden Fall bekomme ich dann von meinem Vater Geld, wenn ich arbeite. Und das reicht mir dann, wenn ich rausgehe. Verstehst du, wie ich das meine? Wenn du gar nichts weißt, halt doch einfach deine Fresse. Und was bockt dich das? Wie viel Geld meine Eltern mir geben? Was bockt dich das? Also wirklich, das ist doch die Sache zwischen mir und meinen Eltern. Das heißt, dein Laden in der Nähe von Rewe in Edstein. Geht, ne? Rewe ist halt nicht in der Stadt. Rewe ist halt so in der Nähe, wenn man schon raus von Edstein geht, eher. Dein Vater, du kleiner, ehrenloser Bastard, Digga. Also wenn du kein Bastard bist, ne? Du kleiner Hurensohn, Junge. Übrigens, ich finde das so unverschämt, dass man das sagt, gell? Im Endeffekt weiß man, dass bei Eltern es ein bisschen kritisch ist, ob die Eltern noch leben. Und zum Beispiel die Mutter von meinem Papa lebt nicht. Wie kannst du sie Hure nennen, Digga? Mein Gott, mir das normal bei Ausländern, dass man kein Taschengeld bekommt, bist ihr nicht special, wenn ich es das. Und wenn ich es doch nicht weiß, du aber drüber sprichst, kann ich befragen. Du hast nicht gefragt, das war eine Aussage. Fragen ist etwas anderes. Du hast mir etwas vorgeworfen. Dann drück dich nächstes Mal netter aus, denn so hast du mit mir nicht zu reden in meinem Livestream. Ja. Und das hat nichts mit Ausländern zu tun. Ich kenne genug Ausländer, die Geld bekommen und Taschengeld bekommen, mein Schatz. Du kannst nicht immer alles auf alle beziehen. Ich hasse das, Junge. Wie kann man immer alles auf alle beziehen? Ja, halt mal. Wieso musst du auf alle... Ist so. Ich verstehe es auch nicht. Ich kenne genug Dinger. Ich kenne genug Ausländer, die Taschengeld bekommen. Ich kenne genug, die jeden Monat einen bestimmten Betrag auf ihr Konto bekommen und mehr nicht. Du siehst gerade voll gut aus. Schwarz steht dir voll. Dankeschön. Ihr seid so respektlos und dann so ein Alter. Wie kann das sein? Wie geht's dir, Slow? Gut. Und dir? Mindestens ihr die beste Zeit Anfang an drin, aber nur beleidigen. Alles klar. Tampon im Gehirn stecken. Ja. Was hast du heute so gemacht? Gelernt, geschlafen. Sonst habe ich nichts gemacht und Videos geguckt. Deine Streams sind so unterhaltsam. Oh, das freut mich. Gute Nacht, Schatz. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht, Leute. Immer am Start in deinen Streams. Kannst du... Was? Flickflack. Als ob ich sowas kann. Ich konnte früher Spagat und ich konnte... Wie heißt das nochmal? Dieses... Ich konnte Kopfstand, Handstand konnte ich nie, aber dann gibt es das andere. Rad. Rad konnte ich auch. Ich habe früher Akrobatik gemacht, übrigens. Ich hasse es, wenn du bei deinen Eltern immer alles auf Erziehung beziehst. Das hat nichts mit Erziehung zu tun, sondern Verhalten des Kindes. Ja, Mami. Hallo, Baba. Danke, Baba. Danke.
Oh Baby, der kam gerade rein. Ja. Mein Papa ist so ein Mensch, der kommt nicht einfach in mein Zimmer. Der traut sich das nicht, weil der sagt, ich bin erwachsen geworden. Das macht man nicht, ne? Der klopft auch immer. Und ich habe mich gerade schon gewundert, wer das ist, gell? Weil ich dachte mir so, meine Mutter würde reinplatzen, wie keine Ahnung was. Und der klingelt so. Rat ist Flick. Nein, Flick, ich dachte, Flickflack wäre so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der klingelt so und dann macht er ganz leicht die Tür auf und macht seine Hand durch und schmiert so Geld dahin. Baby, mein Herz gerade. Mein Herz, ich schwöre. Ich schwöre, mein Herz ist gerade. Warum hast du aufgehört mit Akrobat? Weil ich echt keinen Bock mehr drauf hatte. Also. Ja, ein kurzer Lesbenmutter halt die Fresse, du kleine Nuttentochter, Alter. Rad ist doch kein Flickflack. Ich dachte auch nicht, dass es ein Flickflack ist. Also. Das. Oha, wie süß dein Dad ist. Ui, Mashallah. Ich bin immer in deinem Stream, merkst du das? Ja. Ich hatte dich gehört, oder warum legt er dir Geld hin? Ich hab mich auch gewundert, ich schwöre. Aber nein, er. Ich weiß nicht. Du nicht meinem Dad bleib. Meinem Kind beibringen. Also ich finde auch, es hat was mit Erziehung zu tun. Also ich wurde nicht erzogen, dass ich Menschen anhand des Aussehens fertig mache. Also auf keinen Fall. Ich würde niemals einen Menschen anhand des Aussehens fertig machen. Auf keinen Fall, Leute. Ich wurde einfach so nicht erzogen. Bei mir, meine Eltern haben mir andere Werte beigebracht. Wisst ihr, wie ich das meine? Es kommt sehr viel. Also klar, es gibt Kinder, die sind sehr, sehr rebellisch und hören nicht auf die Erziehung. Ja, sowas gibt es auch. Aber sehr viel hat es auch mit der Erziehung zu tun. Ich war ein sehr, sehr rebellisches Kind, Leute. Ihr wisst gar nicht, wie ich früher war. Ich war so rebellisch und trotzdem habe ich die Werte, die meine Eltern mir beigebracht haben, noch in meinem Kopf. Und lebe nach denen. Also jetzt nichts gegen dich, ne? Aber ich bin auch immer bei dir überall am Start. Aber warum geht's, wenn du es ebenfalls nicht möchtest? Guck mal, der Unterschied ist, dass ihr immer, also dass die Menschen, die meine Eltern bleiben, in mein Live kommen. Sie verfolgen mich. Sie kommen in mein Live und versuchen speziell mich anzugreifen. Und wenn ich da, also ich, wenn ich euch beleidige oder anhand, also nur diese Menschen, versuche ich mich eigentlich nur zu schützen oder zurück zu beleidigen. Ich würde dich nicht aus dem Nichts, Hurentochter, beleidigen. Na und soll sie das noch ignorieren, wenn Leute grundlos, ich verstehe es auch nicht. Also ich würde niemals ignorieren, wenn Leute meine Mutter beleidigen oder meinen Vater. Die sind so mein größtes Heiligtum. Du weißt, wie ich das meine. Ich habe ja niemanden anderen. Diese Menschen werden für immer in meinem Herzen bleiben und sie sind die wichtigsten Menschen in meinem Leben. Und wenn einer anfängt, sie schlecht zu machen oder ansatzweise zu beleidigen, dann ich würde auch handgreiflich werden, wenn ich ehrlich bin. Ich habe noch nie einen Menschen beleidigt. Ja, beleidigt, nicht so lange, halt die Fresse, aber noch nie einen Menschen geschlagen. Aber da würde ich auch schlagen, wenn ich ehrlich bin. Schon anständig sind, die bekommen ihre Kinder einfach nicht mehr unter Kontrolle. Ja, ich meinte ja auch, es gibt genug Menschen, die rebellisch sind und gar nicht mehr drauf hören und so weiter. Du redest wie ein Psychologe. Oh Mann, ich will das ja auch werden. Ich will Psychologin werden. Ja, soll auf einmal, stell dir vor, dass so eine richtige Rebellin vor mir fängt an zu beleidigen. Aber wenn dann ist die Hurentochter oder so. Oh Mann. Aber auf jeden Fall ist das mein Traumberuf. Kann also, wenn diese Leute an ihre Eltern denken, dann ist es normal, dass sie was, das was zurückkommt. Man kann ja nicht auch sagen, würde jemand machen. Das Ding ist, wenn ihr mich beleidigt, könnt ihr nicht erwarten, dass ich meine Fresse halte. Ihr könnt das nicht erwarten. Euch würde ich nicht aus dem Nichts beleidigen. Aber wenn ihr mich angreift, kommt etwas zurück. Damit muss man rechnen und damit muss man auch klarkommen. Das ist ein Ballast, nicht los mit Beleidigung, nichts gegen dich. Aber vielleicht hören die dann mal auf. Werden die nicht. Guck mal, es ist so, ich finde, es ist bei, also jeder Mensch versucht immer auf Fehler loszugehen. Weißt du, wie ich das meine? Kein Mensch ist perfekt. Ich finde es nämlich auch voll traurig, wenn man aufs Aussehen geht, weil fürs Aussehen kann man nichts. Versteht ihr, wie ich das meine? Am Charakter kann man immer etwas ändern. Immer. Du kannst deinen Charakter ändern. Am Aussehen kannst du nichts ändern. Außer du lässt dir etwas machen. Und es ist ja traurig, dass du etwas machen musst, um der Gesellschaft zu gefallen. Es ist wirklich traurig. Und du wurdest so geboren, du kannst nichts für dein Aussehen, deswegen geht nichts aufs Aussehen, Leute. Also es ist wirklich respektlos. Weil dieser Mensch hat sich nicht ausgesucht. Und ihr könnt doch nicht aufs Aussehen gehen, wenn diese Person. Also, das ist irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich es euch erklären soll. Ne? Ist das in meinem Kopf anders, aber gerade. Nee, ich kann es euch gerade nicht erklären, wie ich das meine. Warum magst du fremde Menschen nicht? Ich bin kein Mensch, der kontaktfreudig ist. Früher war ich extrem ein Mensch, der sehr kontaktfreudig ist. Ich habe mich mit jedem gut verstanden, aber jetzt bin ich nicht mehr so.
ja, ich will nur die Menschen um mich herum haben, die ich zurzeit kenne und liebe. Und ich möchte keine weiteren Menschen in meinem Leben haben. Ich weiß nicht. Was ziehst du morgen für die Schule an? Ich glaube, ich ziehe diesen Ding, also diesen... Nee, ziehe ich doch nicht. Hier ist ein Fleck, glaube ich. Nee, das ist ein Ding. Ich weiß noch nicht, keine Ahnung. Ey, sorry, wenn du... Das Ding ist, es ist sehr, sehr schwer, das zu werden. Also bitte. So, vom Ding her würde ich das so gern werden. Also wenn ich mir jetzt einen Beruf aussuchen dürfte, egal was für ein Abschluss, egal was für ein Durchschnitt und so weiter, würde ich das wählen. Aber es geht halt nicht so einfach, ne? Es ist echt schwer, das zu werden. Kannst du mir folgen? Nein, kann ich nicht. Ich habe so Dinge, Koteletten hier. Das nervt so. Wegen meinem Pickeln gemobbt, aber juckt mich nicht. Außerdem sieht sie aus wie mein Fuß. Guck mal, ein Pickeln. Was ist das bitte für eine Beleidigung? Du hast Pickel. Was ist das für eine Beleidigung, Junge? Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe noch nie gehört, dass... Also wirklich, ich habe noch nie mitbekommen, dass jemand wegen Pickeln gemobbt wird. Noch nie in meinem Leben. Man kann doch nicht sagen, du hast so viele Pickel. So. Ich irgendwie... Manchmal wünschte ich wäre bei euch so. Ich könnte den richtig so... Ich schätze dein Alter 21, ich bin 17. Wow, weil zu fame. Guck mal, warum bist du auf ein Follow von mir zu aus? Von mir? Warum bist du auf ein Follow von mir aus? Ja. Warum möchtest du das? Das bringt dir doch nichts. Du kennst mich nicht mehr. Warum willst du ein Follow von mir? Ich gehe trainieren, das dann trainiere, die gucken dumm beim Elastikum. Trainiere einfach nur. Was, Basta? Ja, wenn ich auch nur einen Pickel habe, spricht mich jeder darauf an, als wäre es nicht normal. Guck mal, wir sind in der Pubertät. Es ist normal, dass wir Pickel bekommen. Wirklich. Die Schwester von Gisem sagt auch mal, die fühlt sich immer voll unwohl wegen ihrem Pickeln. Ich denke mir so, du bist 15 Jahre alt. Da ist es normal, dass man mal Pickel bekommt. Das geht mit der Zeit doch weg. Das ist doch... Man sollte sich deswegen nicht unwohl fühlen. Das ist voll die schöne Figur. Dankeschön. Leute, ich will mit Yoga anfangen. Ja. Ich habe gehört, das beruhigt einen voll und ich bin echt im Moment auf 180 mit allem. Ich will mit Yoga anfangen. Ich mache das bald. Gisem ist 15. Ihre Schwester, ihre kleine Schwester ist 15. Das meinte ich. Ich gehe dann mal schlafen. Baby. Gute Nacht. Was, Gisem ist... Nein, sie ist 9. 18. Ups. Ich bin 18 und habe immer noch voll die unreine Haut. Ja, das ist doch auch nicht schlimm. Es ist doch nicht schlimm, wenn man unreine Haut hat. So. Es ändert nichts an dir. Das ist normal, oder du Pickel und normal hatte. Das ist normal, oder du. Guck mal, irgendwie, du schreibst schon die ganze Zeit was rein, ne? Aber dein Satzbau ergibt keinen Sinn. Ich verstehe deinen Satzbau nicht. Es tut mir wirklich leid, aber ich verstehe deinen Satzbau nicht. Ich bin 17. Wieso antwortest du nicht? Ich hab's vielleicht nicht gelesen. Wie geht's? Gut und dir? Mir geht's bestens. Leute, ich muss eigentlich noch Hausaufgaben machen und ich muss noch lernen. Mathe. Ich schreibe am Freitag Mathe. Ja, ich kenne die Stadt Leipzig. Sorry. Ja, ist ja nicht schlimm, aber ich verstehe halt den Satzbau nicht. Das ist schwer, darauf zu antworten. Viel Spaß. Danke. Ja, ich kenne Bielefeld. Leute, ratet mir, wer in Hamburg ist über Weihnachten. Ich. Hast du mal geschwänzt? Zu oft. Früher, wow. Ich habe mir den Beauty Blender in Türkis bestellt. Stimmt, dass die Farbe abgeht? Bei meinem Pinken ist er abgegangen, auf jeden Fall. Mama? Ja. Nee, gündüz yattın, sabah da kalkmıyorum. Doch, kalkıyorum. Ja, tamam, git yat. Okay. Ich hab noch gelernt. Mathe, ich schreibe am Freitag Mathe. Ach so, iyi, aferin, viel Spaß. Dankeschön. Hätte ich dir jetzt gesagt, ich bin live, gell, die hat mir so ein Ding gegeben. Jetzt sagt mein Papa, ich hab gelernt. Oh Gott, jetzt fühle ich mich schuldig. Schreibst du morgen eine Klausur? Nein, ich schreibe aber Donnerstag und Freitag eine. Ich weiß gar nicht, wo ich genau bin. Wir haben noch gar kein Hotel gemietet. Also wir wollen es jetzt noch mieten. Also wir gucken gerade nach Hotels. Und ja. Wie merkt die das nicht? Wie? Also meine Mutter
ich chill immer hier. Ich chill immer mit Licht offen und mein Handy, ich weiß nicht, ich glaube, die denkt, ich telefoniere dabei oder so. Kein Plan. Was machst du in Hamburg? Wolltest du nicht zu KJ Cousine oder so? Über Weihnachten? Nee. Ah! Doch, stimmt, wollte ich, gell? Ah, jetzt, also jetzt weiß ich, was du meinst. Deine Mutter haut einen Dissbruch nach dem anderen raus. Mit den Eltern nach Hamburg oder mit Freunden? Mit Freunden über Weihnachten, nein. Also ich finde Silvester und Weihnachten sind so Sachen, die ich mit meiner Familie verbringen möchte. Auf jeden Fall gehe ich mit meiner Mami, meiner Tante und ihren beiden Söhnen. Du lässt immer deine Nägel neu machen in Wiesbaden. Was machst du endlich? Wann machst du? Oh Mann, rede gar nicht. Ich habe keine Zeit gerade. Ich muss die aber bald neu machen, aber ich weiß noch nicht wann. Hast du gerade Selbstbräuner drauf? Ja, also auf dem Hals. Siehst du ja. Mein Hals ist viel dunkler als mein Gesicht. Wann bist du? Achso, ich bin vom 25., 24., also 24., 25., 26. und 27. glaube ich in Hamburg. Ich weiß nicht, wir haben es noch nicht richtig ausgemacht. Ein Mann wie ich, John L. Candy Crush. Kommt dein Vater nicht mit? Nein, mein Papi kommt nicht mit. Oh, ich habe heute El Candy Crush gar nicht weitergeguckt. Kann man dich in Hamburg dann sehen oder nicht? Ich glaube eher nicht. Also wir verbringen eher so mit Familie die Zeit. Und natürlich, wenn ihr mich sieht, könnt ihr mich gerne ansprechen und so. Aber ja, also eigentlich glaube ich jetzt nicht. Also es sind eh Feiertage, die Stadt ist eh nicht offen. Wir werden jetzt nicht wirklich in die Stadt gehen, wir werden nur essen gehen. Und die Zeit irgendwie so verbringen, ich weiß noch nicht wie. Feiert ihr Weihnachten? Also nicht traditionell christlich, sondern wir haben eigentlich immer einen Weihnachtsbaum zu Hause, aber eigentlich nur als Deko-mäßig. Und ich kriege Geschenke. Eigentlich fahren wir immer über Weihnachten weg, wenn ich ehrlich bin. Also ich war vorletztes Jahr in Aschaffenburg, letztes Jahr war ich in Dresden über Weihnachten und dieses Jahr Hamburg. Ja. Warst du mal mit Paula in Frankfurt? Nee, noch nie. Noch nie in meinem Leben war ich mit der in Frankfurt. Sei deine Mutter, dass du Sport machst? Oder ob ich suche oder so? Ja, will sie. Ich stehe 10 Minuten vor der Schule auf. Also bevor ich losfahre, ne? Es ist noch 5 Minuten Fahrt. So, weil ich das vorne benutze. So, St. Moritz von... St. Moritz. Da gibt's gar kein Ding. Von... kannst du kurz lächeln, wenn es gut machen? Nee. Was machst du, wenn dich jemand als hässlich beleidigt? Es trifft dich? Nein, also es trifft mich auf keinen Fall. Ich weiß, ich bin nicht hässlich. Also es ist zumindest Geschmackssache. Es muss mich nicht jeder hübsch finden. Es kann ja sein, dass ich nicht euer Typ bin. Manche stehen halt auf Blonde und so weiter. Da bin ich jetzt nicht so anziehend, glaube ich. Aber ich bin nicht hässlich. Und das weiß ich. Und und dementsprechend fühle ich mich auch. Besonders geschminkt fühle ich mich echt. Wie wäre es mit einem englischen Sogar machen? Nee, die geht lieber. Wer sagt, dass ich sie noch nicht habe? Brauchst du nur 5 Minuten, um dich fertig zu machen? 10 brauche ich. Also 10 Minuten fertig machen, 5 Minuten fahren. Ja, yeah, Stella is back. Wann musst du immer aufstehen, wenn du Schule hast? Um 7.20 Uhr. Also stehe um 7.10 Uhr auf, chill 10 Minuten im Bett, weil ich immer so eine Zeit brauche, um aufzustehen. Und 27 stehe ich dann auf, 37 muss ich aus dem Haus. Aha, du hast ihn. Hast du sie schon? Oder zeig mal bitte deine Hülle. Meine Hülle? Welche Hülle? Was ist das eigentlich? Nö, gut, das wird nichts, das wird nichts. Wir machen sie in Deutsch. Wir haben die ersten beiden Stunden Deutsch. Wir machen sie in Deutsch. Suchst du deine Sachen für den nächsten Tag morgens zusammen? Nein, du hast voll das so gute Selbstbewusstsein. Ich mag dich mega, dein Charakter. Oh, das ist süß. Dankeschön. Handyhülle. Ich habe gar keine dran. Pilst du dich, bevor du Selbstbräuner verwendest? Nein. Nein. Welchen Selbstbräuner benutzt du? St. Moritz. Von wo hast du deine Weste? Ich habe eine Weste. Welche Weste habe ich denn? Wir müssen noch Text wegen diese Kacke schreiben. Oh mein Gott, da gab's ja noch was. Denkst du, wir kontrollieren überhaupt diese Dieselscheiße? Ich habe iPhone 7, wenn du morgen schwingst. Ich hab's nicht mehr gelesen, sorry.
Hast du keine Angst, erwischt zu werden? Aua. Mit was denn? Ach, in Deutsch, wenn ich Englisch mache, ne? Mein Deutschlehrer ist der größte Spaß. Also wenn das kein komischer Kerl ist, ne? In der Arbeit. Ich wurde nach ganz vorne gesetzt. Und auf einmal... Der ist dumm. Genau vor ihm wurde ich gesetzt. Ich hole meine Tasche raus. Mein Handy ist auf dem Tisch. 4 Blätter liegen vor mir. Er sagt nichts. Mitten... Also der sagt einfach nichts. Der ist komisch. Diese Strähne, die da abhängt. Nein, ich benutze keine Creme vor dem Schlafen, aber ich benutze heute mal ganz leicht ein Ding. Wie heißt das? Ein Öl. Weil ich habe hier einen Pickel und das nervt mich voll. Wieso gehst du nicht so lange? Ich darf noch nicht. Also mit 18 gehe ich, aber zurzeit darf ich noch nicht von meiner Mutter aus. Die du anhast, die ist von Nike. Keine Ahnung, von wo gekauft oder sonst was die ist. Von meinem Cousin, ich habe sie abgezogen. Also ist sie auch für Jungs, ne? Also ich find's traurig, wenn mich Leute faken müssen. Also sozusagen trauen die sich nicht, mit ihrem eigenen Aussehen etwas zu erreichen. Und das ist echt traurig. Und ich mache aber, wenn ich ehrlich bin, nichts gegen Fakes. Das interessiert mich nicht. Ich meine, ich find's halt nur ekelhaft, weil ich wurde mal angeschrieben. Und da meinten Jungs, dass sie von Fakes von mir angeschrieben wurden. Und mit denen wurde sehr, sehr pervers geschrieben. Das finde ich zum Beispiel sehr ekelhaft. Also, dass man mein Aussehen benutzt, um mit Jungs intim zu schreiben. Das finde ich sehr ekelhaft. Slabratan, wie geht's dir? Gut, dir? Bist du erkältet? Nein, ich bin 24 fertig. So sehr, bist du süß. Oh, danke schön. Das ist Karottenöl, was ich gerade benutze. Ich habe aber gehört, also mein Cousin arbeitet bei der Apotheke und der hat mir gesagt, dass Karottenöl nicht so gut sein soll für die Haut. Ich weiß nicht, ob es stimmt, bei mir hilft es, aber es soll angeblich nicht so gut sein für die Haut. Seitdem traue ich mich nicht mehr rein. Woran? Was meinst du? Bratschucke, was machst du? Was heißt das? Auf jeden Fall nichts, ich creme mich ein, du? Öle mich ein. Leute, ich habe Bock, mich am Samstag zu schminken mit all meinen neuen Produkten, wenn das alles bis Samstag ankommt. Das Ding ist, da steht, dass wegen Cyber Monday und generell dieser kompletten Woche mit den Rabatten, dass da jetzt die ganzen, also dass das alles ein bisschen verspätet ankommen könnte. Und ich glaube, das kommt bis Samstag an. Aber ich wollte mich eigentlich Samstag schminken mit all meinen neuen Produkten. Ich hatte so Bock darauf. Ich weiß gar nicht, wie Bock ich darauf hatte. Oh mein Gott. Was hast du dir denn bestellt? Soll ich es echt nochmal sagen, Leute? Was mit Paula Schreit hättest du dann... Stell dir vor, Gisem zieht um und du hast mit Paula Schreit, hättest du dann keine Freunde mehr. Ich habe noch Selina. Sonst habe ich keinen mehr, nein. Also, Gisem sehe ich nicht als Freundin, ich sehe sie als Familienmitglied, obwohl sie keins ist. Also, unsere Eltern sind nicht miteinander verwandt. Aber ich sehe sie eher als Familienmitglied, weil ich sie seit ihrer Geburt schon kenne. Und was ist das für eine Strähne? Es nervt. Ja, auf jeden Fall deswegen. Ich kenne sie wirklich schon seit sie klein ist. Wir hatten früher aber nicht so sehr Kontakt. Aber trotzdem sehe ich sie halt eher nicht so als Freundin. Weil unsere Eltern sind auch voll gut, wisst ihr, wie ich das meine? Das kann man nicht so richtig als Freundin zählen. Und die einzigen, die ich als Freunde zähle, sind Paula und Selina. Und mit Selina habe ich außerhalb der Schule nur ab und zu etwas zu tun. Aber trotzdem ziehe ich sie als Freundin, weil ich könnte bei der immer ankommen. Wisst ihr, wie ich das meine? Wenn irgendetwas ist, könnte ich immer mich bei ihr melden. Und mit Paula habe ich zurzeit auch nicht, also außerhalb der Schule, ja, wir sind nicht mal auf einer Schule, außerhalb vom Haus. Also wie soll ich das erklären? Außerhalb nicht so viel zu tun. Gerade. Ich weiß nicht, wie die Strähne weggehen soll. Ist sie weg? Ja, sie ist weg. Hast du guten Namen? Hey, aber Paula kennst du doch auch mega lang. Ja, ich kenne sie schon 14 Jahre? Ja, 14 Jahre kenne ich sie mittlerweile. Aber wir waren halt, wie gesagt, früher nie gut. Also im Kindergarten habe ich sie kennengelernt. Zum Beispiel Grundschulzeit hatten wir gar keinen Kontakt, so gar keinen Kontakt, nicht mal geredet. Und dann
sind wir seit wir 12 sind wieder gut. Diese Strähne. Auf jeden Fall, Leute, wollt ihr jetzt wissen, was ich mir bestellt habe? Für die Leute, die es nicht wissen. Also wollt ihr es wissen? Ich weiß nicht. Ich habe Bock, es nochmal zu sagen. Weil ich freue mich so auf diese Produkte. Ihr wisst gar nicht, wie ich mich freue. Ich freue mich immer so auf Bestellungen. Besonders, wenn ich weiß, sie kommen bald an. Oh Gott, ich freue mich da immer so drauf. Wie findest du deine Schrift? Meine Schrift? Soll ich sie dir mal zeigen? Ich finde sie ganz okay, wenn ich ehrlich bin. Sieht ihr überhaupt die Schrift? Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ich mag deine Jacke. Dankeschön. Zilla, hilf mir. Du machst in letzter Zeit nicht mehr so viel mit Paula. Hat es einen Grund? Ihr seid doch bis vorne. Es hat keinen Grund. Also, nee. Es hat keinen Grund. Voll sauber. Voll schön. Ja, geht, ne? Also, mich fuckt meine Schrift manchmal ab. Kannst du bitte erklären, wie man es festkannt? Oh Gott. Guck mal, das steht doch in der App drin. Ja, zeig. Ach so, wegen den Produkten, ne? Da war ja auch noch was. Sag meine Bestellung. Okay, Leute. Ich habe mir einmal den Cream Shader Pinsel von zu Eva bestellt, den Face Curve Pinsel von zu Eva, den Luxe Sheer Cheek von zu Eva. Ich weiß, es ist so dumm. Ne? Ich benutze ja erst seit neuestem Blush. Ich benutze erst seit zweimal Schminken Blush, müsst ihr euch das vorstellen. Und ich habe mir direkt einen Blush-Pinsel bestellt, obwohl ich einen zu Hause habe. Aber ich dachte mir so, vielleicht mag ich es dann mehr. Ich weiß nicht, ich habe so einen Tick. Ich will unbedingt jetzt Blushs benutzen. Ich finde, das sieht so schön aus. Dann habe ich mir einen neuen Beauty-Blender bestellt, weil meiner fuckt mich ab. Und der ist jetzt in Beige, dann sieht man das Dreckige nicht so. Dann habe ich mir noch vom Baker den Open Highlighter bestellt. Von Urban Decay das All Nighter Setting Powder. Zu Eva den Luxe Crease Augenpinsel. In Travel Size habe ich mir noch den All Night Up Fixing Spray bestellt. Fix Plus habe ich mir nochmal neu bestellt. Dann habe ich mir eine Augen-Lidschatten-Palette von Becca bestellt. Dann noch einen Concealer von Urban Decay, den All Nighter Concealer. Und dann habe ich mir noch einen neuen Lippenstift von MAC bestellt, weil ich habe meinen damals verloren. Das war original im Januar. Ich habe mir den seitdem nicht mehr nachgekauft gehabt, der in Yesh nämlich. Wie viel hast du dafür alles ausgezahlt? Da war es Cyber Monday, das war 20% auf alles. 280 hat es alles gekostet und ich habe 220 oder so bezahlt. Keine Ahnung. Sla, gönn ich auch mal. Ja, aber ich bestelle mir heute. Also nein, gibt's das? Warte, ich guck kurz. Ich wollte mir noch das hier bestellen. Ich wollte mir eigentlich das La Mer Puder bestellen, gell? Aber das ist mir so teuer. 70€ bezahle ich nicht für ein Puder. Das könnt ihr aber knicken, aber das könnt ihr richtig knicken. Und ich warte auf das Laura Mercier Puder. Aber das ist ausverkauft, wie ihr seht. Und ich bestelle mir das, wenn das wieder da ist. Also ich bekomme eine E-Mail. Und ich freue mich schon so drauf, Leute. Ich freue mich so drauf. Und dann wollte ich mir noch das Too Faced Blush bestellen, das hier. Das ist auch so geil. 30€, mein Herz, Leute, bricht. Hast du einen Lieblingsconcealer? Ja, mein Lieblingsconcealer. Der ist hinter euch. Oh, warte, das ist der falsche. Ja. Das ist zurzeit der von Catrice. Das ist der Liquid Camouflage Concealer. Ich finde den so gut, Leute. Das ist der beste Concealer, den ich je hatte. Ich weiß, viele finden den nicht so gut. Das Ding ist, ich benutze ja so viel drunter, so viel Feuchtigkeit drunter, dass er bei mir halt nicht so austrocknend aussieht. Und, ja. Findest du es manchmal nicht erschreckend, dass dich voll viele... Ich finde es manchmal, wenn ich draußen bin, wenn ich ehrlich bin, erschreckend. Also, dass mich so viele Menschen erkennen können. Und, ich weiß nicht. So der Gedanke, dass mich so viele Menschen kennen, ist wirklich komisch. So Menschen, von denen ich nie etwas gehört habe. Also Leute aus Berlin kennen mich. Das ist komisch. Wisst ihr, wie ich das meine? Ja. Und ich finde den auf jeden Fall besser als Fit Me, weil der viel deckend ist. Und ich brauche deckend, wie ihr seht, weil ich habe echt Augenringe. Deswegen habe ich mir auch den von Urban Decay geholt, den All Nighter. Ich wollte mir nämlich eigentlich diesen anderen holen. Aber der ist nicht so deckend von Urban Decay. Ich hatte noch gar keinen Lip Liner von MAC. Ich bin dafür wirklich zu geizig. Also, dafür bin ich wirklich zu geizig. Es gibt so Dinge, für die ich zu geizig bin. Wie Wimpern. Ich wollte mir nämlich gestern Huda-Wimpern bestellen. Also in Elf, Sascha. Aber dafür war ich zu geizig.
18 Euro für Wimpern, Digga. Das können die doch nicht verlangen. Oha, Berlin. Ja, ich habe jetzt nur ein Beispiel genannt. Das ist halt heftig. Leute aus der Schweiz kenne ich. Leute, das ist heftig. Der Gedanke ist heftig, aber ich realisiere das, glaube ich, gar nicht so wirklich. Aber auf jeden Fall ist es heftig. Nein, du kannst mich jederzeit nach einem Bild fragen oder sonst was. Ich mache immer Bilder, wirklich immer. Selbst wenn ich mit Familie bin, mache ich Bilder. Ja. Ich finde, die beste Foundation ist die von L'Oreal, die Perfect Match. Die von Primark sind auch gut. Die Wimpern finde ich nicht gut von dort, nee. Ich habe keinen Adventskalender. Ich würde gerne einen haben wollen, aber ich habe überlegt, von wo. Ich wollte mir vielleicht den von Kiehl's holen, wenn es den dieses Jahr gibt. Ich wollte den schon letztes Jahr, aber ich war zu geizig. Was hast du heute so gegessen? Ich habe heute original fast gar nichts gegessen. Ich habe jetzt nur Abend gegessen. Und zum Frühstück ein Brot. Kannst du mich bitte kurz erklären? Ich weiß echt nicht, wie man das macht. Was denn? Welche Farbe hast du, L'Oreal Perfect Match? Ich habe die 4 in gelbstichig. Die gibt es ja in neutral, rosa und gelb. Und ich habe sie in gelbstichig. Sag mal von deinem Alltag, was machst du den ganzen schönen Tag? Nicht schlafen. Wie bearbeitest du deine Bilder? Meinst du die Körnung? Die habe ich mit ViscoCam gemacht. Sag mal bitte deinen Blush. Den ich mir bestellt habe oder den ich gerade zu Hause habe? Ich liebe den Bronzer von Urban Decay. Ich finde den echt schön. Ich wollte mir jetzt letztens den von ihr wisst, was ich meine, oder? Der Terracotta Bronzer bestellen. Aber das Ding ist, er sieht im Internet extrem dunkel aus. Und ich habe Angst, den zu bestellen, weil er meint, das ist ja so dunkel. Und ich habe echt keinen Bock darauf. Und der kostet 40 Euro. Okay. Der von Urban Decay hat auch 35 gekostet. Aber da ich weiß irgendwie, dass Urban Decay gut ist. Weißt du, wie ich das meine? Von Galore habe ich nichts. Kennst du Burak Yaya, Ex von Paula? Wie viel war der Endpreis von allem? 280 mit Rabatt, aber 220. Kennst du was? Nein, kenne ich nicht. Zwei Endes auf Todesweiß? Ja, ich benutze aber 4. Und ich benutze gelbstichig. Und das geht eigentlich, also das ist nicht, also ich benutze ja noch viel Bronzer und sowas. Und ich habe eine Zeit lang aber 6 benutzt, gelbstichig. Ich benutze entweder Naturally Transformer von MAC. Vielleicht tupfe ich manchmal Velvet Teddy drauf, weil es mir sonst zu tot aussieht auf den Lippen. Oder ich benutze Nude Embrace oder so von Maybelline. Ich mache mir keine Weihnachtsnägel neuen. Oder wobei, ich habe schon Bock auf Rot. Doch. Wäre eine gute Idee, ne? Ist eine gute Idee. Deswegen ist aber, wann soll ich das machen? Wird eure erstmal Hustattacke leicht? Ich schwöre. Ja. Deswegen ist, wenn ich so weiß, die Produkte sind gut, finde ich es nicht mal schlimm. Zum Beispiel das Anastasia Dip, die Anastasia Dip Brow Pomade. Ich würde die mir jederzeit nachkaufen. Wirklich jederzeit. Und wenn ich habe mir jetzt diesen Becker Highlighter bestellt, aber wenn der nicht gut ist, würde ich mir auch jederzeit die Glow Kit nochmal nachkaufen. Obwohl nur ein Ton davon mein Favorite ist. Wisst ihr, wie ich das meine? Aber wenn ich von Sachen überzeugt bin, würde ich sie mir immer wieder nachkaufen. Auch vom Fix Plastik, das kostet 22 Euro. Es ist Gurkenwasser. Gurkenwasser. Aber ich bin so überzeugt davon, dass ich mir das kaufe. Dann zu Ulva-Pinsel. Ich bin auch überzeugt von denen. Es gibt Sachen, von denen ich überzeugt bin. Und die würde ich mir jederzeit holen. Beauty Blender. 20 Euro, Digga. Aber dann gibt es halt so Sachen. Nerv mal nicht, Lo. Das juckt uns nicht. Rede mal was Normales. Ja, wenn es dich nicht juckt, dann gehst du raus. Ja. Scheiße, Alter. Sind Augenbrauen immer gleich hinzukriegen? Ich bekomme die auf keinen Fall gleich hin. Das siehst du, wenn du Bilder machst, die mit Blitzlicht und so sind. Dann sieht man, dass die nicht so gleich sind. Gute Damendüfte. Yves Saint Laurent Black Opium. Oh, ich mach den kurz zu an die Schuhe. Lancôme La Vie Belle. Und, ja. Ich finde das von Karl Lagerfeld auch voll schön. Habe ich aber nicht. Und Alien ist geil und Love Story von Chloe. Würdest du eher zu teurer Schminke raten oder zu billigerer? Kommt drauf an. Zum Beispiel, ich bin so ein Mensch, mir macht der Schminken Spaß. Das Problem ist, ich habe gar keine Zeit zum Schminken. Ich schminke mich selten, da ich sehr, sehr lang dafür brauche. Aber wenn ich mich schminke, fühle ich das Schminken. Und deswegen will ich auch zu Sachen greifen, die mich fühlen lassen. Und
also es gibt davon auch billigere Sachen. Ich meine, ich benutze Maybelline Lippenstift, den ich liebe. Ich benutze nur Manhattan Lip Liner und die kosten 2 Euro. Dann, was benutze ich noch billig? Meine Foundation kostet 12 Euro. Und ich meine, das ist Foundation, das ist diese Hauptbasis. Die holt eigentlich jeder teuer und ich liebe diese Foundation. Ich bin halt von der überzeugt. Mein Concealer ist bis heute eigentlich auch noch billig geblieben. Also wisst ihr, wie ich das meine? Es gibt halt Sachen, die finde ich in teurer besser. Wie juckt. Mädchen, was wie juckt? Du bist in meinem Live. Da muss dich das Jucken noch interessieren oder du gehst raus. Und ich finde, Pinsel sollte man dann teuer holen. Weil Pinsel. Ich habe halt nicht jeden Pinsel dann teuer. Es gibt sehr viele, die ich billig habe, aber. Gesichtspinsel finde ich sind schon teuer besserer. Besserer. Was wäre der höchste Preis, den du für Parfüms? Ich schwöre, ich bezahle nicht mehr als 100. Mehr als 100 ist mir zu viel. Ich wollte mir letztens Love Story von Chloe holen, als ein Lookglas drin war. 107. Ich so bezahle ich nicht. Mann, ich weiß nicht. Der Gedanke, dass ich mehr als 100 bezahle, fuckt mich ab. Deswegen mache ich es nicht. Zeig Pinsel bitte. Was willst du bei meinem Pinsel sehen? Da sind sehr unterschiedliche drin. Hier. Was ist das für ein Pinsel? Real Techniques? Weiß ich gerade nicht. Zu Eva, Real Techniques. Das ist ein billigerer und den liebe ich. Zu Eva. Hier ist einer von Essence. Dann sind welche aus einem Set noch dabei. Noch einer von zu Eva. Ja, unterschiedlich halt. Welche Wimpern benutzt du? Ich benutze immer welche von Amazon. Ich will mir jetzt aber welche von Huda bestellen. Aber sonst benutze ich immer welche von Amazon. Oder letztens habe ich welche benutzt, die mir zugeschickt worden sind. Leider finde ich die Seite nicht mehr. Das ist echt traurig. Mit welcher App hast du dein neues Bild gemacht? Du meinst die Curlung. Die habe ich mit ViscoCam gemacht. Gibst du Wert auf Marken oder Klamotten? Das ist mir völlig egal. Wirklich völlig. Hauptsache, die Sachen sehen gut aus. Wenn ich stehe nicht drauf, wenn man die Marke offensichtlich sieht. Darauf stehe ich nicht so. Ich mag das nicht, wenn hier offensichtlich etwas draufsteht. Zum Beispiel, okay, das finde ich noch einigermaßen okay, weil es halt ein schlichter Ding ist. Aber ich mag es zum Beispiel auch nicht bei Hollister, dass da überall ein Vogel ist oder so. Ich stehe nicht so darauf. Deswegen ist es mir eigentlich auch egal. Weil ich, solange ich das Produkt schön finde, würde ich es mir auch holen. Dann ist die Amte von euch voll weg, und weißt du, wie ich meine? Das zieht sich voll ab und ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist vielleicht eine gute von. Ich benutze ja die von L'Oreal und ich finde sie sehr, sehr gut. Also, es kommt ja auch auf deine Haut an. Meine Haut ist sehr, sehr trocken. Ich benutze sehr viel Feuchtigkeit davor, sehr viel Feuchtigkeit. Was ich aber auch empfehlen kann, ist die Foundation. Erstmal die Waterweight von MAC, die ist Hammer. Die ist wirklich Hammer, diese Foundation. Aber die habe ich jetzt meiner Tante geschenkt, weil die war mir zu hell. Und ich liebe auch die Urban Decay All Nighter Foundation. Die finde ich echt geil. Gibt euch, wie wenig ich sie benutzt habe. Die ist mir einfach viel zu deckend. Das ist so ein Make-up, Leute. Das ist so deckend. Und ich bin nicht so ein Mensch, der so deckend mag. Aber die verschwindet auf jeden Fall. Ich vertraue mir da mal. Die ist wasserfest. Aber die ist echt sehr, sehr schön. Aber die ist sehr, echt extrem deckend. Und die dunkelt auch sehr, sehr krass nach. Also ich kann es euch gleich zeigen. Es wird gleich so dunkel aussehen hier. Ich kann es euch gleich zeigen, wenn es getrocknet ist. Ich liebe die Karottencreme. Ich benutze sie ja. Aber Leute, habt ihr Bock, dass ich mal live gehe und so auf Ernst euch zeige, wie ich mich schminke, so auf Ernst dabei rede, euch sage, welche Produkte ich benutze, wie ich es auftrage und so weiter. Weil ich hatte jetzt echt Bock darauf. Weil sonst gehe ich immer live, aber ich babbel nicht so viel über die Produkte, sondern ich rede einfach nochmal. Das Langweilige über Make-up. Ihr fragt doch aber über Make-up. Was soll ich da sonst reden? Ich habe die vielen gelbstichig von L'Oreal. Gibt euch. Seht ihr schon, dass es dunkler geworden ist? Ich sehe es auf jeden Fall. Das ist so viel dunkler geworden gerade. Bitte, ja, mach mal. Ja, gell? Ich habe auch Bock drauf. Wie findest du Nike Air Force One Vibe? Dadurch, dass sie damals so krass ausgelutscht worden sind, nicht mehr so geil, aber ja. Ich frage es voll oft. Du siehst es leider nicht. Sorry. Zeig mal die Karottencreme bitte.
Die da. Du siehst ja mein Make-up-Peeling. Das Ding ist, ich bin gar nicht so sehr in meinem Make-up-Peeling. Ich liebe Schminke. Ich liebe es, Schminke zu besitzen. Aber ich habe zum Beispiel hier kaum mehr Schminke. Und, was soll ich gerade sagen? Ja, aber ich schminke mich trotzdem nicht mehr so. Und Leute, ist es so abgedruckt. Oh mein Gott. Der 10-Euro-Concealer von Maybelline, meinst du diesen der Löcher? Ich finde den auf jeden Fall bombastisch, Digga. Dieser der Löcher-Concealer ist heftig, ich schwöre. Oh, Leute. Ich bekomme bald meine Tage und ich habe gerade auch ein bisschen so Unreinheiten auf meiner Stirn. Und ich habe hier auch einen kleinen Pickel. Hier. Ob die Karottencreme gegen Unreinheiten hilft. Leute, habe ich euch schon erzählt, dass immer wenn ich mich schminke, ich sehr, sehr viele Unreinheiten bekomme. Also so ganz kleine Unreinheiten an meiner Haut. Besonders in diesem Bereich hier. So in dem Bereich bekomme ich sehr, sehr viele Unreinheiten. Und ich habe bis heute noch nicht verstanden, an was es liegt. Irgendwie, ich habe wirklich keine Ahnung, an was es liegt. Auch hier in dem Bereich bekomme ich Unreinheiten. Ich weiß nicht, ob es an der Creme liegt, die ich benutze, an dem Öl liegt, was ich benutze. Ob es an meinem Make-up liegt, ob es an meinem Highlighter liegt. Ich habe wirklich keine Ahnung, an was es liegt. Aber es ist schon seit Monaten so, dass ich da Unebenheiten bekomme, wenn ich mich schminke. Und ich dachte, vielleicht liegt es daran, dass meine Haut nicht atmet, aber irgendwie bekomme nur ich direkt nach dem Schminken Unreinheiten. Direkt, wenn ich mich abschminke, sehe ich sie schon, Leute. Und davor ist meine Haut komplett rein. Ich verstehe es nicht. Die nie benutzt. Ich liebe Schminke. Ich liebe dieses Feeling von Schminke. Und ja, und Leute, gebt euch, wie dunkel das geworden ist. Ihr seht das gar nicht so sehr. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr dunkel geworden. Und es ist halt echt dickflüssig. Babypuder ist nicht gut. Denkst du? Ja, das könnte eigentlich sein, weil Babypuder benutze ich ja hier in dem Bereich und genau hier in dem Bereich. Es könnte wirklich am Babypuder liegen. Nicht gründlich abschminken, sind Poren verstopft. Nachdem ich mich abschminke, peele ich mein Gesicht immer. Deswegen liegt es, glaube ich, nicht daran. Das Ding ist, es ist ja wirklich direkt nach dem Abschminken, sehe ich diese Unreinheiten schon direkt nach dem Abschminken. Ich glaube nicht, dass es dann direkt daran liegt. Ich glaube, es liegt an irgendeinem Schminkprodukt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe auch überlegt, vielleicht liegt es an meiner Karottencreme, weil mein Cousin meinte, ja, es ist nicht so gut für die Haut. Babypuder soll wirklich nicht gut sein. Denkt ihr? Das Ding ist, ich bestelle mir jetzt das Laura Mercier Puder, wenn es wieder gibt. Also morgen oder so bestimmt. Und mal gucken. Also wenn ich merke, dass ich da keine Unreinheiten bekomme, werdet ihr mich jeden Monat 40 Euro für dieses Puder ausgeben sehen. Und dann heule ich wirklich am Strahl. Wirklich, ich heule. Meine Mutter heult genauso wie ich, wenn die das erfährt. Und ja. Nee, ich krieg dann wirklich, ich krieg einen Heulkrampf. Weil das Ding ist, ich finde Babypuder wirklich gut eigentlich. Das wäre echt traurig. Hatte damals auch schlimme Haut bekommen wegen Babypuder. Deswegen, ich mische doch das Babypuder, aber keine Ahnung. Ich gehe dann an deine Cousine. Nein, aber ich sehe sie so. Karottencreme Rossmann. Was benutzt du für ein Peeling? Ich benutze das von Diaderma. Irgendwie so. Oder Sakrotan? Ich habe gerade gar keine Ahnung. Du hast ein Cobra-Oberteil. Du meinst die Schlangenmuster, gell, von Zara. Und Leute, mein Live geht in einer Minute aus und warte, ich muss kurz gucken, wie viel Uhr es ist. Gut, ich gehe danach schlafen, weil ich muss noch Hausaufgaben machen. Bitte die Haare von meinem Blumen und kann man, dass ich dann Pickel auf der Stirn bekomme. Ja, ich weiß nicht, also ich merke, dass ich genau hier Unebenheiten bekomme und hier. Und das sind ja genau die Orte, wo ich auch Babypuder benutze. Das könnte wirklich daran liegen. Ja, ich berichte euch davon, ne? Ich peel mein Gesicht einmal die Woche. Also wenn ich mich schminke, wenn nicht, dann peel ich mein Gesicht gar nicht in der Woche. Wie bestellt man? Ich weiß es nicht. Ja, dann frag mal deine Mami. Ich weiß nicht, wie ich dir da weiterhelfen soll. Ist ja überall anders. Weil es Peeling von Diaderma oder so, ich weiß nicht. Ich benutze aber auch eins von Garnier, das ist auch sehr, sehr gut. Ich wechsle immer so ab. Kannst du bitte erklären, das steht in der App drinne. So, Leute, in 27 Sekunden geht der Live zu Ende. Komm doch nochmal, ich muss wirklich lernen danach. Nicht lernen, Hausaufgaben machen, auf jeden Fall.
Und wenn ich muss das mal ausprobieren, lass dir die Probe oder so geben. Ich glaube, ich würde dir unmal gefallen. Denkst du? Ja, mal gucken. Auf jeden Fall, tschüss Leute, schlaft gut. Schöne Nacht euch noch. Seid morgen gut in der Schule, meldet euch oft. Ja.